So, die Superböller 2 von Diamond Feuerwerk, 80 Stück im Schinken, auch wieder in so einer Folie drin. Ich mache kurz einen Cut und dann werden wir diese Böller bewundern. Bis gleich. Jetzt die Diamond Feuerwerk Superböller 2, 80 Stück im Schinken. Ja, so sehen die Böller aus. Schon mal ein Päckchen raus. Ja, man hört schon rieseln, also Verarbeitung lässt, ja, Diamond ist ja eigentlich eine sehr gute Firma, aber wenn man dann schon mal sowas sieht hier, ist nicht gerade aufgeklebt, aber nun ja, wir werden uns die Böller mal angucken. Kein Backcover, alles steht hier unten. NEM sind insgesamt 5,48 Gramm, ja, 4 Stück und wir gucken uns das Ding mal an. Schauen wir mal. Moment. Ja. Da haben wir einen Böller. Ja. Sehr schön. Eigentlich. Und irgendwie. Nee, hier rieselt es irgendwie nicht raus. Egal. Zugestopft vorne. Sehr schön. Traumhaft verarbeitet. Wandung ist allerdings nicht so hart. Vor allen Dingen. Doch, in der Mitte relativ hart, aber wenn es weiter außen ist, dann nicht mehr so. Hinten, Wandung wird etwas besser. Hinten ist dann allerdings rote Tonerde drin, die, glaube ich, auch nicht geklebt ist. Nee. Also, ja. Sollen aber ziemlich gut sein, die Böller. Und wir werden ihn testen. Ja. Tun wir das mal gerade hier so rein. Ja. Eigentlich sollte es so nicht sein. Wo kommt denn das Cover jetzt hierher? Ach, Produktfehler. Ich habe gerade ein Cover gefunden, Freunde. Ist ja nice. Gut, legen wir beiseite. Jetzt packe ich hier noch ein bisschen ein. Gut, wir sehen uns gleich im Test, wie gesagt, wieder. Bis gleich. Oh ja, also der Knall ist sehr enorm und schön geschnipselt hier. Das ist Böller. Ich glaube, davon mache ich nochmal einen zweiten. Einen Moment. So, noch einen von den Diamonds. Ja, also die sind wirklich die besten Böller, die es gibt. Auch wieder schön geschnitzelt überall.